Es gibt eine Nacht, eine großartige Nacht. Und ohne Zweifel ist sie die großartigste Nacht des ganzen Jahres. Die Nacht von Qadr. Die Nacht der Bestimmung. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, إِنَّ أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. Wir haben ihn, den Koran, ja in der Nacht der Bestimmung hinabgesandt. Und was lässt sich wissen, was die Nacht der Bestimmung ist? Die Nacht der Bestimmung ist besser als 1000 Monate. Laylatul Qadr ist besser als 1000 Monate. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat den letzten 10 Nächten des Ramadan sehr viel Beachtung geschenkt. Nicht nur, dass er jede Stunde davon nutzte. In diesen Nächten nutzte er sallallahu alaihi wasallam jede einzelne Sekunde. Das Auffälligste, das der Prophet sallallahu alaihi wasallam machte, war, er behandelte jede dieser 10 Nächte, als wäre jede einzelne von ihnen Laylatul Qadr. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam wollte keinesfalls verpassen, was Allah subhanahu wa ta'ala an Laylatul Qadr beschert. Denn diese eine Nacht entspricht 83 Jahren, 1000 Monaten. Dann kann man sich vorstellen, wie viel man verpasst, wenn man diese eine Nacht verpasst. Eine Nacht von Maghrib bis Fajr, was weniger als 12 Stunden sind, ist so viel wert wie 83 Jahre deines Lebens. Stellt euch das mal vor, eine Nacht, die weniger als 12 Stunden dauert, ist so viel wert wie 83 Jahre deines Lebens. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat das verstanden. Und die Gefährten radiallahu anhum haben das verstanden. Aus diesem Grund hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam niemals die letzten 10 Nächte des Ramadan vergeudet. Er betrachtete jede von ihnen, als wäre sie Laylatul Qadr. Wann ist Laylatul Qadr? Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam wollte seinen Gefährten einmal sagen, wann genau Laylatul Qadr ist. Während er zu Hause war, begannen zwei Brüder miteinander zu streiten. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam kam heraus und sagte, ich ging hinaus, um euch von Laylatul Qadr Kunde zu geben. Dabei sah ich den so und so miteinander streiten, worauf diese Kundgebung aufgehoben wurde. Es mag sein, dass es so besser für euch ist. Seht mal, was der Gesandte sallallahu alaihi wasallam gesagt hat. Und vielleicht ist es gut für euch. Akzeptiert das von Allah subhanahu wa ta'ala. Dann sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, sie ist in den letzten 10 Nächten des Ramadan, in den ungeraden Nächten. Also 21, 23, 25, 27 oder 29. Ist Laylatul Qadr während einer bestimmten Nacht? Einige Gelehrten sagten, dass sie in den letzten 10 Nächten rotiert. In einem Jahr kann sie am 21. Ramadan sein, im nächsten am 29. Aber viele Ahadith deuten darauf hin, dass es die 27. Nacht ist. Als Muslim sollte ich jede einzelne Nacht der letzten 10 Nächte im Ramadan so behandeln, als wäre jede einzelne von ihnen Laylatul Qadr. Damit ich Laylatul Qadr keinesfalls verpasse. Damit ich Allahs Wohlgefallen nicht versäume. Damit mir Allahs Barmherzigkeit in Laylatul Qadr nicht entgeht. Der Moment, in dem mir Allah subhanahu wa ta'ala den Dua nicht ablehnt. Der Moment, in dem Allah subhanahu wa ta'ala die Reue nicht zurückweist. Deswegen, meine lieben Geschwister, nutzt eure Zeit. Ab jetzt, bis zum Ende des Ramadan und betrachtet jede einzelne Nacht, als wäre sie Laylatul Qadr. Und was sollte ich in einer Nacht wie Laylatul Qadr tun? Es geht nicht darum, in einer Versammlung zu sein oder in einer großen Gruppe mit einem Scheich oder Imam. Das Wichtigste, was du in dieser Nacht machen kannst, ist, Allah subhanahu wa ta'ala aufrichtig aus reinem Herzen zu bitten. Das Wichtigste in dieser Nacht ist, Dua zu machen. Du machst Dua, du liest den Koran, du betest zu Allah subhanahu wa ta'ala. Die Gelehrten sagen, der bedeutendste Gottesdienst dieser Nacht ist dein Dua. Denn die Tore Allah subhanahu wa ta'ala stehen offen. Die Wahrscheinlichkeit, dass er subhanahu wa ta'ala dein Dua erhört, ist in dieser Nacht am höchsten.
Mach darum viel Dua. Denn der Dua ist etwas, das Allah subhanahu wa ta'ala liebt. Der Dua ist Gottesdienst, Ibadah.